Freunde, ich glaube, wir haben das Unwort des Jahres schon gefunden. Super League. Also wenn sich dieses Ding durchsetzt, dann wird es sehr viel kaputt machen. Und dazu gehört auch unsere geliebte Premier League. 2018 bin ich von München mit 3 Flügen und einer Bahn nach Kiew gefahren, um dann einen Tag später 36 Stunden mit dem Bus wieder zurückzufahren. Warum? Champions League Finale. Liverpool gegen Real. Und ich gebe zu, mein Gehirn hat damals ausgeschaltet, aber es war, obwohl Liverpool verloren hat, die pure Emotion, die pure Freude am Fußball. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Story of the Week mit mir, Conan, und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, warum hat er uns das gerade erzählt und wer ist dieser Lauch ohne Bart und was habt ihr mit Conan gemacht? Der Bart musste heute Morgen weg, denn es wird ernst. Solche Emotionen und Erfahrungen, wie ich sie gerade geschildert habe und die viele von euch bestimmt auch schon mal erlebt haben, die wären mit einer Super League wahrscheinlich beendet. Und trotzdem machen die englischen Big Six da mit und viele Fans in England, aber auch hier, sind stinksauer, fühlen sich verraten, wie der FC Bayern-Fan, manche aber auch nicht, wie der Erntehelfer. Ich kann die Wut verstehen, aber ich will jetzt versuchen, mit euch sachlich, aber natürlich auch kritisch mit dieser Super League umzugehen. Warum machen die Big Six aus England da jetzt mit und vor allem, welche Folgen hätte das für die Premier League? Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea und Liverpool, die traditionellen Big Six aus England. Das sind die Vereine, warum viele von uns die Premier League so sehr lieben und genau die wenden sich jetzt eben gegen diese Premier League. Warum? Geld. Nichts anderes sagte er hier. Der Jürgen, gestern Abend beim Leeds-Spiel, ausgerechnet der Liverpool-Trainer. Er hat recht, aber es gehört schon mehr dazu. Diese Big Six wissen genau, dass sie der Motor sind, das Aushängeschild der Premier League, das am Ende eben die meiste Kohle reinbringt. Und was haben die alle gemeinsam? Genau, die großen Investorenbesitzer, sei es ein Abramowitsch bei Chelsea, sei es die Scheichs bei City oder eben die amerikanischen Besitzer bei United oder bei Liverpool. Und was denen vor allem wichtig ist, ist natürlich Kohle. Und diese Investoren denken sich jetzt zwei Sachen. Erstens, warum soll ich der UEFA oder dem englischen Verband Geld überlassen? Und zweitens, warum soll ich mir wegen englischen Fans Geld durch die Lappen gehen lassen? Und der Punkt da ist, gerade die Premier League Clubs, gerade diese Big Six sind ja global die größten Vereine der Welt. In Asien, in Amerika, egal wo werden sie geliebt. Und sie wissen, dass sie genau da noch so viel Geld verdienen können. Und deswegen, Bennett, ja, sind ihnen die Fans hier scheißegal. Das ist zwar hoch egoistisch, aber es sind halt Geschäftsmänner. Kann man schon so sagen. Und diese Geschäftsmänner haben im Fall von Manchester United, da ist es nämlich die amerikanische Glazer-Familie, sehr gute Verbindungen zu einer amerikanischen Bank, JP Morgan. Und diese Bank hat den Super League-Teilnehmern jetzt versichert, dass sie die Ausfälle der UEFA-Zahlungen, die ja wegfallen würden, wenn sie aus der Champions League austreten, so lange ausgleichen würden, bis sie für die Super League einen großen Sponsor gefunden haben. Und da sagen natürlich die Investoren, jo, danke, nehme ich. So, das war es jetzt auch schon mit Finanzen. Ich will nicht scheinheilig sein, ja. Wir alle lieben die geilen Spiele in der Premier League. Wir alle wissen, dass sie viel Geld kosten, dass die Vereine dafür viel Geld zahlen. Und kaum jemand von uns beschwert sich, wenn unser eigener Verein einen Topspieler für viel Geld verpflichtet. Aber wir wollen diese Spieler im sportlich fairen Wettbewerb sehen. Und genau dieses wichtige Prinzip tritt die Super League jetzt mit Füßen. Jürgen Klopp hat es gestern Abend beim Leeds-Spiel gesagt. Das Wichtigste und auch den Fans das Wichtigste ist dieser Wettbewerb. Und genau wegen dem lieben wir doch diese Big Six. Das macht England doch so besonders. Diese 6 Mannschaften, die jedes Jahr um die Champions League, um die Meisterschaft kämpfen. Es ist immer spannend, es ist immer Emotion drin. Und genau das würde durch die Super League wegfallen. Bestes Beispiel ist natürlich unser Liebling der Rückrunde, Lingardinho. Der West Ham wirklich in die Champions League schießen könnte, ist die geilste Story dieses Jahr. Aber wenn die Super League kommt, dann ist den anderen Teams wirklich wurscht, ob sie Erster, Zweiter, Dritter, egal werden. Im besten Wettbewerb sind sie eh und dann kann West Ham sogar englischer Meister werden. In die Super League kommen sie nicht rein. Und dann ist es wirklich kaputt und Felix hat zu Recht Angst, dass das England, das wir kennen, dann vorbei wäre. Und ganz ehrlich, dann wäre die Premier League, wie sie ist, eigentlich schon sinnlos. Exo schreibt zwar, ist doch eine Chance für andere Vereine, auf die begehrten Plätze zu kommen, aber was ist daran begehrenswert, in eine Champions League zu kommen, wo die besten Mannschaften Europas gar nicht drin sind? Und wer interessiert sich für eine Premier League, in der die besten 6 Teams kein Interesse an der Liga an sich haben? Ja, daran hat genau
keiner Interesse. Und dann wäre die Premier League, wie wir sie kennen und vor allem lieben, vorbei. Und dann wäre auch die geile Zeit. Ja, ich weiß, das war eine geile Zeit. Und dann wäre auch die Zeit der geilen Underdog-Geschichten vorbei, wie zum Beispiel die Leicester-Meisterschaft 2016. Aus dem Nichts, eine der besten Geschichten, die die Premier League geschrieben hat. Aber ganz ehrlich, wen interessiert die Meisterschaft einer kleinen Mannschaft, wenn die Großen eh nicht richtig mitspielen? Ohne die Großen können die Kleinen kein Wunder schaffen. Und wen interessiert eine Super League mit nur großen Mannschaften? Weil da gibt's dann keine kleinen Wundergeschichten mehr, dann ist immer alles gleich. Raphael spricht vielen aus der Seele. Ganz einfach alle aus der Premier League werfen. Einfach raus. Und es gibt Stimmen und Gerüchte, dass die Premier League tatsächlich darüber nachdenkt, diese großen Teams rauszuwerfen. Aber ich möchte euch mal ein kleines Geheimnis verraten. Die Premier League kann sich eine Liga ohne die Big Six im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten. Was soll dann passieren? Sollen sie irgendwie 6 Zweitligisten nachziehen? Das ist nicht die Premier League, die ich haben will und vor allem kann sie auch gar nicht funktionieren. Lukas glaubt, das wird am Ende eh nicht passieren. Und manche sagen tatsächlich, diese ganze Aktion dient nur dazu, die UEFA unter Druck zu setzen und da mehr Geld und mehr Macht rauszuholen für diese Vereine. Wäre auch nicht das erste Mal, von daher ist das durchaus denkbar. Aber diesmal ist es irgendwie anders. Sie gehen einen Schritt weiter, gründen eine offizielle Liga, treten aus Gremien und aus Verbänden aus. Das hat eine andere Dimension und ich finde, es geht tatsächlich zu weit. Denn diesmal spielen sie mit den Emotionen ihrer alten Fans, ihrer heimischen Fans, ihrer echten Fans. Und das für ein bisschen mehr Geld. Und das finde ich total egoistisch und schadet jetzt schon, egal ob die Super League kommt oder nicht, dem Fußball. Premier League, Super League. Ist echt ein belastendes Thema. Könnt ihr euch das vorstellen? Würdet ihr schauen oder würdet ihr boykottieren? Schreibt es euch in die Kommentare, ich diskutiere da immer gerne mit euch. Und lasst mich eine Sache zum Schluss noch sagen. Ich hoffe wirklich, dass unsere Lieblingsclubs in England, sei es Liverpool oder United, egal, unsere Liebe zu ihnen und zum Fußball nicht für ein bisschen mehr Geld verkaufen.